Palim, palim. So, nochmal ein kurzes Video von mir. Wieder mal Thema TorpemKit, Yamaha XJRs. Ja, jedes Mal erscheinen wieder schnell neue Fragen unter den Videos zum Thema. Die letzte war, ich habe eine XJR, die läuft sehr gut und ich bin mir nicht sicher, ob ich ein TorpemKit verbaut habe oder nicht. Wie kann ich das erkennen? Ja, die einfachste Sache, das zu erkennen, ist, wenn du den rechten Seitendeckel abnimmst neben der Sitzbank und dir den Luftfilterkastendeckel anguckst mit dem Einlassquerschnitt. Wenn der aus Alu ist und hat eine rechteckige Ausfräsung, dann ist es ein TorpemKit-Deckel. Dann hat es auch den TorpemKit verbaut. Und hast du da einen Plastikdeckel mit einer runden Einlassöffnung, dann ist es eine Serie. Also sehr wahrscheinlich. Ne? Auch da kann natürlich einer mit irgendwas dran rumgefummelt haben. Aber ein TorpemKit ist es dann nicht. Dazu gehört immer ein gefräster Alu-Deckel mit einem rechteckig-förmigen mit einer rechteckigen Eintrittsöffnung für den Lufteinlass. Ja. Gibt natürlich noch viel mehr Sachen, aber so kannst du es am einfachsten feststellen. Ne? Wenn das verbaut ist, hast du auch ein TorpemKit drin. Sollte zumindest so sein. Manchmal kommen Sachen durcheinander, wenn Fahrzeuge den Besitzer wechseln, einer wusste nichts davon und dann bauen sie manchmal auch Mischsachen zusammen. Das kann natürlich passieren, aber im Normalfall ist es dann eine mit einem TorpemKit. So, und das betrifft halt alle, ne? 4PU, RP02, RP06, RP10, also alle XJRs, für die es ein TorpemKit gibt, für die ist das so. Ja, dann hat noch einer gefragt, was die Düsennadel-Clip-Position betrifft. Da gibt es anscheinend auch Missverständnisse. Also es ist sicherlich variabel zu sehen, ne? Je nachdem, wo du lebst, auf welcher Meereshöhe, sag ich mal, du dich aufhältst und fährst oder ob du in die Alpen willst oder nicht. Das spielt natürlich schon alles eine Rolle. Aber generell ist es eigentlich so, die 4PU XJR 1200 und RP02 XJR 1300 verwenden die gleiche Düsennadel vom TorpemKit her gesehen, und zwar eine J85G54 kommt da rein. Unterschied ist aber bei der RP02, also bei der XJR 1300, der ersten, wird die Nadel ganz tief gehängt, heißt der Clip kommt in die oberste Clip-Position auf der Nadel, also die magerste Position. Und bei der 4PU XJR 1200 kommt es in die Mitte. Das ist wie original auch, die Mitte. Das kann mal variieren, dass man eventuell bei einer RP02 auch die zweite nehmen könnte oder eben bei einer 4PU vielleicht die zweite oder vierte, aber im Regelfall ist es so, die oberste bei RP02, die mittlere, die dritte, 4PU. Und das passt eigentlich saugut, wenn man keinen Fehler gemacht hat, sonst wo. Also wenn alles wirklich stimmt, heißt der Umbau ist komplett so erfolgt, wie es sein sollte. Im Vergaser habt ihr keine Fehler gemacht. Der Schwimmerstand ist, ich stelle es auf 22, aber zwischen 21 und 23 sollte es sein. Und das ist ein Punkt, den ihr auch immer kontrollieren müsst. Und also wenn ihr die Schwimmernadelventile zum Beispiel selber gewechselt habt, egal ob gegen Originale oder aus dem Zubehör welche, wobei die ganzen aus dem Zubehör eh mit Vorsicht zu genießen sind, außer die Kiesterteile, die ich wirklich für top halte. Aber ihr müsst immer den Schwimmerstand kontrollieren. Ne? Ihr könnt nicht denken, nur weil das jetzt alles Neuteile sind, baut das ein, wie es dann sich ergibt und das passt dann. Ne? Das ist nicht so. Und das sind eben auch alles Punkte, die da mit reinspielen und die natürlich gegeben sein müssen, damit alles von der Abstimmung her wirklich so läuft, wie es mal gedacht war. Für den TorpemKit. Wenn alles stimmt, laufen die Dinger wirklich saugeil und die sind die einzigen Kits, die ich wirklich gut finde, also richtig top sogar. Diese ganze Dynojet-Scheiße in meinen Augen ist mehr oder weniger Mist. Ne? Kann mal klappen mit viel Nacharbeit, aber ansonsten halte ich davon gar nichts. Aber gut, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber TorpemKit ist schon klasse gemacht. Ja, und ob ihr zum Beispiel die Serienstutzen an der XJR habt oder die offenen. Der TorpemKit funktioniert in beiden Fällen sehr gut und die Abstimmung ist trotzdem auch die gleiche. Also da müsst ihr nicht, weil er denkt, ihr baut dann auf die offenen Stutzen um, müsst ihr nicht nochmal irgendwie umbedüsen. Ne? Oder auch wenn er von den offenen auf die etwas reduzierten umbaut, da muss nichts umbedüst werden. Das kann alles so bleiben. Ja, so viel dazu. Jetzt erstmal auf die Schnelle. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, nur weil zu den TorpemKit-Mopeds immer wieder neue Fragen auftauchen, die ich dann in einem kleinen Video wie jetzt
hier beantwortet. Es kann immer sein, dass jetzt schon wieder nachher die nächste drunter steht. Ja, dann mache ich halt wieder ein Video. Okay, das war's für jetzt. Thomas, seine RP02 mit Top im Kit werden heute fertig. Danach sind als nächstes 4PU XLR1200 dran von Harry und von Silvio YZF750. Und dann habe ich aber noch zweimal XLR1200 da, VMAX und diverses Zeug. Aber in der kommenden Woche schaffe ich, denke ich, Harry noch und Silvio, denke ich. Okay, das war's jetzt erst wirklich. Ich höre auf zu sabbeln, der Dirk war's. Tschüss.